Willkommen bei Cube TV mit mir, Steven Keksbuddy, heute mit dem Beginn von Gematria. Wie ich erwähnte in den Livestreams, ist Gematria ein für mich wichtiger Schlüssel zur Erforschung der versteckten Geschichte geworden, der Matrix und alles, was dabei hilft, die eventuelle Wahrheit zu dekodieren. Wir fangen klein an und starten mit dem wichtigsten Werkzeug der Gematrie, nämlich der Numerologie, aber auch hier zusammengefasst dargestellt. Ins Detail werden wir uns gemeinsam vorarbeiten, dass auch du verstehst und es anwenden kannst. Wichtig für mich ist, dir zu sagen, dass es hier nicht um Vorhersagerei geht, sondern rein die Dekodierung deines Selbst in dieser Matrix oder dem Thema, das dich interessiert, sei es ein Film, geschichtliches oder auch aktuelle Ereignisse zum Beispiel. Wenn du natürlich Wissen hast oder Fragen, dann schreibe doch bitte diese in den Kommentarbereich oder während dem dazugehörigen Livestreams folgend. Alles werde ich in einer Podcast-Playlist Gematria einordnen, zum Nachschauen. So, nun lasst uns einsteigen in die Numerologie. Alles im Leben hat numerische Eigenschaften, die Schwingungen von deinem Namen zu deinem Standort übertragen. Die Grundlagen sind dein Geburtsdatum und dein Name, die dir deine Eltern gegeben haben. Diese beiden numerischen Quellen enthalten eine Fülle von Informationen über dein Leben, Persönlichkeit, negative und positive Eigenschaften und die einzigartigen Talente, die du in diesem Leben gebracht hast, um sie zu teilen. Sobald du diese Zahlen verstanden hast, steht dir eine Fülle von Wissen zur Verfügung, das dir dabei hilft, deinen Status in dieser Welt und in Harmonie mit deinem höheren Selbst zu leben. Der Schlüssel. Zu einem zufriedenen Leben gehört es, treue Freunde, Lebenspartner, Lebensräume, Hobbys und Arbeit auszuwählen, die mit deinen inhärenten numerischen Schwingungen in Resonanz stehen. Laut Pythagoras ist die auf die Kraft der Zahlen aufgebaut. Diese Numerologie entwickelt sich zur Wahrheitsfindungs- und Magiesystemen, weil beide beziehen sich auf das umfassende Konzept. Das Universum besteht aus mathematischen Mustern. Alles kann in Zahlen ausgedrückt werden, die den universellen Schwingungen entsprechen. Daher können alle Dinge, einschließlich Namen, Wörter, Geburtsdaten und Geburtsorte zum Beispiel, auf Zahlen reduziert werden, um die Persönlichkeit von Menschen zu bestimmen. Pythagoras ist auch als Vater der Numerologie bekannt, weil er derjenige war, der die Idee vorbrachte, dass musikalische Intervalle zwischen den Zahlen 1 und 4 artikuliert werden könnten. Pythagoras glaubte, dass diese Zahlen der Summe von 10 entsprechen. Er zeigte außerdem, dass der Zyklus der Zahlen 1 bis 4 erneut beginnen könnte, wenn 10 erreicht ist. Eine einzelne Ziffer kann Zahlen größer als 9 reduzieren, indem die Ziffern addiert werden. Pythagoras glaubte, dass das Universum in Zahlen ausgedrückt werden kann, und frühe griechische Philosophen haben auch zur Entwicklung eines mystischen Systems beigetragen. Im Laufe der Antike wurden ganze Zahlen bestimmte Eigenschaften und Werte zugewiesen. Geschichte der Art und Weise, wie die alten Griechen die Zahlen in Punkten oder geometrischen Figuren aufzeichneten, war ein Mechanismus, der die Zuweisung dieser Merkmale ermöglichte. Ungerade Zahlen, die nicht getrennt werden konnten, galten als männlich, weil sie der generativen Teile besaßen, die Durchsetzungskraft und sogar die Kreativität darstellen. Berücksichtigt wurden gerade Zahlen, die sich zerlegen ließen und somit Öffnungen hatten, galten weiblich, das in der griechischen Mythologie Ganzheit, Stabilität und Schwäche darstellt. 888 stellt den höheren Geist Jesus dar. Die griechische Variante von Jesus entspricht 888. Der sterbliche Geist wurde durch die Zahl 666 repräsentiert. Die Zahl wird im Neuen Testament als Zahl des Tieres dargestellt. Die Interpretation von Zahlen hatte in der früheren hebräischen Geschichte einen hohen Stellenwert. Die Buchstaben des hebräischen Alphabets basierten auf Zahlen und diese Beziehung war mit kosmischen Kräften verbunden. Die Lehren der Merkaba, eine jüdische Sekte, brachte im Mittelalter die numerische Mystik hervor. Deutsche Kabbalisten entwickelten im 13. Jahrhundert eine mystische, numerische Interpretation der Heiligen Schrift.
Sowohl die Griechen als auch die Hebräer betrachteten die Zahl als die perfekte Zahl. Pythagoras glaubte, dass 10 alle arithmetischen und harmonischen Proportionen umfasste und wie Gott unzerstörbar ist. Die Anzahl der Schöpfung wurde auf 1 zurückgeführt. Die Himmelskörper wurden gemäß den Pythagoreern in 10 Ordnungen unterteilt. Gemäß der Kabbala gibt es 10 numerische Emanationen aus dem Nichts. Die Emanation bildet zusammen die 10 Sephirot des Baum des Lebens, der alles Wissen enthält und den Weg zeigt. Zurück zu Gott. Neben der okkulten Bedeutung von Zahlen ist ein weiteres grundlegendes Prinzip der Numerologie Gematria oder Kryptographie. Konsonanten werden im Hebräischen als Zahlenzeichen verwendet, aber wenn man sie mit Vokalen kombiniert, kann man sie oft als Wörter und Zahlen lesen. Die mittelalterliche Kabbalis Zahlenmagie basiert auf einer Kombination der Gematria und der pythagoreischen Zahlensymbolik. Dies ermöglicht eine spezielle Lektüre der hebräischen Bibel, um eine verborgene oder geheime Bedeutung aufzudecken. Dieses einzigartige System wurde auch auf das griechische Latein und das Neue Testament der Bibel angewendet. Beispielsweise wurden der Zahl 666 verschiedene personifizierten Bedeutungen zugewiesen. Die Numerologie wird im Okkultismus häufig verwendet, um verborgene Bedeutungen von Ereignissen zu entdecken und die Zukunft vorherzusagen, wenn sie auf diese Weise verwendet wird. Die neue Numerologie hat sich in eine Form der Wahrsagerei oder des Wahrsagens verwandelt. Es wird häufig mit anderen Wahrsagungsformen kombiniert, wie Astrologie, Kartomantie, Geomantie oder Traumdeutung. Sobald die Numerologie in Wahrsagungsformen verwendet wird, wird sie als Theorie magisch. Solche Magie hat abendländische Wurzeln, wird aber normalerweise Pythagoras zugeschrieben. Das System macht dies theoretisch. Alle Dinge sind Zahlen und die Zahl dient somit als Brücke zwischen dem Göttlichen und dem Alltäglichen. Wenn man verschiedene Operationen an Zahlen durchführt, wirken sich diese Operationen auf Dinge aus, die mit diesen Zahlen zusammenhängen. Zahlen sind beispielsweise ein für dieses Prinzip in seiner grundlegendsten Form in der amerikanischen Kultur. Die meisten Menschen halten die Zahl 13 für Unglück, weshalb alles dann damit vermieden werden sollte, wie der 13. Tag des Monats, insbesondere wenn es der Freitag ist. Der 13. Stock mit 13 Gästen zum Abendessen. In Belgien gilt das Tragen der 13 jedoch als Glücksbringer für Frauen. Die negative Konnotation der 13 geht auf den biblischen Bericht über das letzte Abendmahl zurück in Judas, der 13. Apostel war. Ein früheres Konzept betont jedoch die Verbindung zur Zahl 12, die mit dem Tierkreis in Verbindung gebracht wird und starke Assoziationen im babylonischen und anderen früheren astralen Mythologien hat. Als im 19. Jahrhundert wissenschaftliche Entdeckungen über Lichtmagnetismus und Elektrizität gemacht wurden, wurde die Theorie populär, dass Zahlen Energiemuster von Schwingungen entsprechen. Die Zahlen 11, 22, 33 wird als Meisterzahl bezeichnet, da sie nicht auf eine einzige Ziffer reduziert werden kann. Spirituell entwickelte Menschen haben Namen, die diese Zahlen entsprechen. Die Zahl 33 stellt ein Avatar dar. Synchronitäten wie jede Nacht um 3.33 Uhr springst du aus dem Bett oder jedes Mal, wenn du ein Auto mit einem Nummernschild siehst mit der 111 oder die letzten drei Einkäufe kosteten dich 17,17 Euro oder 23,23 Euro oder 35,35 Euro. Jede Adresse, die du jemals hattest, trägt die Zahl 15.
Das sind Anstöße aus dem Universum, die Prinzipien der Numerologie. Wie bei den metaphysischen Künsten hofft man, dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht. Dazu gehören seltsame Ereignisse, die man vielleicht als Zufälle abtun kann. In der Welt der Numerologie gibt es keine Zufälle. Wenn also bestimmte Zahlen wiederholt auftauchen, solltest du darauf achten, dass es überall Zahlen gibt und du kommst täglich mit ihnen in Kontakt, wie mit dem Universum. Ein Begriff, der sich auf Gott bezieht. Dein Geist führt Engel oder andere Kräfte in deinem Leben. Nutze deine weit verbreitete Verfügbarkeit, um ihnen Nachrichten zu senden. Denke daran, dass jede Zahl eine Bedeutung hat und eine Schwingung. Aber du kannst und solltest tiefer gehen, um deine eigene Definition auf diesen umgangssprachlichen als Synchronitäten bekannten Ereignissen anzuwenden. Achte darauf, was in deinem Leben passiert, wenn du diese sich wiederholenden Zahlen siehst. Was kommt dir in den Sinn, wenn diese Zahlen auftauchen? Wie oft? Zahlen 22 oder 222. Wenn du überlegst, wie du eine schwierige finanzielle Situation lösen könntest, werden dir die Bedeutungen dieser Zahlen höchstwahrscheinlich die Lösung für das Problem verraten. Machst du dir Sorgen, nicht genug Zeit zu haben und an einem besonderen Projekt zu arbeiten, wie etwa dem Schreiben eines Buches? Wachst du ständig um 5.55 Uhr auf, obwohl der Wecker auf 7 Uhr eingestellt ist? Vielleicht versucht das Universum, dieses Projekt in deinem Zeitplan zu integrieren, indem es dir eine Zusatzstunde gibt, bevor der anstrengende Tag beginnt. Wenn die Seele sich danach sehnt, dir die zugedachten Aufgaben zu erledigen, wird dir das Universum helfen, indem es dir diese kleinen Anstöße sendet, die manchmal nervig, aber auf langer Sicht immer nützlich sind, unabhängig von den nicht so zufälligen Zahlen, die dir erscheinen. Wenn du deinen Fokus täglich auf die mystischen Eigenschaften der Numerologie richtest, werden dir andere numerische Muster auffallen. Wahrscheinlich sind deine drei engsten Freunde im November geboren und alle haben den Buchstaben L im Vornamen. Vielleicht jedes Haus, das du jemals besucht hast, die eine 7 in der Adresse, hatte eine einladende Atmosphäre oder Häuser mit einer 6 fühlten sich kalt und unnachgiebig an. Die Numerologie kann erklären, warum du bestimmte Menschen und Dinge in deinem Leben ziehen, während man sich von anderen völlig abgestoßen fühlt. Ist dir jemals aufgefallen, dass manche Tage von deinem üblichen Tagesablauf abweichen? Kein ersichtlicher Grund? Vielleicht haben sie keine äußeren Faktoren verändert, aber nachdem du dich tagelang neutral gefühlt und den Bewegungen gefolgt bist, wachst du mit voller Energie und Selbstvertrauen auf und bist bereit, eine Aufgabe anzugehen, die unmöglich schien, wenn eine solche Veränderung in deinem Leben eintritt, die Zahlen normalerweise erklären können. Deine Lebenswegzahl, die anhand deines Geburtsdatums berechnet wird, ist einer der einfachsten und wichtigsten Zahlen in der Numerologie. Die Lebenswegzahl verrät, warum du in diesem Leben gekommen bist und welche Herausforderungen und Lernmöglichkeiten auf dich warten. Wie berechnest du sie also? Füge zu deiner Lebensfahrtnummer jede Ziffer deines Monats, Tages und Jahres hinzu, um die Lebensfahrtnummer zu ermitteln. Bist du beispielsweise am 2. April 1971 geboren, addierst du den Monat 4 plus 2 plus 1 plus 9 plus 7 plus 1 ergibt 24. Und nun addierst du 2 plus 4, was dann 6 ergibt. Die wird auf eine Zahl reduziert. Somit hat dieser Mensch die Lebenswegnummer von 6, was darauf hinweist, dass der Mensch ein Erzieher ist, der die Familie, das Zuhause, die liebevollen Beziehungen pflegt, die Gemeinschaft und humanitäre Zwecke schätzt. Dies ist natürlich eine vereinfachte Interpretation, aber ein professioneller Numerologe kann die Bedeutung der Zahlen erläutern und detaillierte Einblicke in das geben, was dich motiviert und glücklich und sicher macht. Dein Geburtsdatum ist wichtig für die Bestimmung, wer du bist, und jeder Tag, Monat und Jahr trägt eine Schwingung dazu bei.
Diese Schwingung kann dir bei der Planung wichtiger Ereignisse wie der Gründung eines Unternehmens oder einer Reise helfen. Du hättest Glück, wenn du am 15. Februar 2014 eine Hochzeit planen würdest. Aber warum? 1 plus 5 plus 2 plus 2 plus 0 plus 1 plus 4 ergibt 15 und 1 plus 5 ergibt 6. Die 6 ist die Zahl der Familienliebe und eines harmonischen Zuhauses. Daher wäre es sein glücksverheißender Tag am 15. Vor dem Traualtar zu gehen, zusätzlich der Tatsache, dass jeder Tag eine Schwingung hat, die wir alle durch neunjährigen Zyklus rotieren. Du kannst herausfinden, wo du dich in diesem Zyklus befindest, indem du dein Geburtsdatum und deinem Geburtsmonat zum aktuellen Jahr hinzufügst. Im 9. Jahr verbringst du beispielsweise das ganze Jahr damit, darüber nachzudenken, zu vergeben und Dinge loszulassen, die dir nicht mehr dienen. Sobald du beginnst, die professionelle Numerologie zu verstehen, ist dies ein hervorragender Ausgangspunkt. Du erfährst mehr über die Zyklen des persönlichen Jahres und siehst, wie sich Muster in deinem Leben bilden. Du kannst einige der Herausforderungen abmildern und die Segnungen, die jedes persönliche Jahr mit sich bringt, steigern, indem du wächst und verstehst, auch wenn deine Eltern dies getan haben. Etwas scheinbar Unbedeutendes wie wähle einen Namen aus einem Buch mit 10.000 Babynamen. Es wurde von Gott inspiriert. Denke daran, dass in der Welt der Numerologie keine Zufälle gibt und dir der Name gegeben wurde, für den du bestimmt warst. Dieser Name trägt die perfekte Schwingungen, die dir helfen. Wenn sie den Zweck deiner Seele erfüllen, fragst du dich an dieser Stelle vielleicht, was Buchstaben mit Zahlen machen. Die Umwandlung von Buchstaben und Wörtern in Zahlen geht auf altgriechische, lateinische und hebräische Kultur zurück. Die moderne Numerologie verwendet ein einfaches Übersetzungssystem, bei dem der Buchstabe A der Zahl 1 entspricht und B der Zahl entspricht der Nummer 2 und so weiter. Wenn du Nummer 9 erreicht hast, beginnst du wieder bei Nummer 1. Der Zahlenwert deines vollständigen Geburtsnamen verrät die Merkmale deiner gesamten Persönlichkeit. Weitere Hinweise auf ihr Inneres kannst du erhalten, indem du dir Vor- und Nachnamen ansiehst. Buchstaben und die Konsonanten und Vokale in deinem Namen ist üblich, den numerischen Wert eines Namens oder Wortes zu addieren. Nehme als Beispiel den Namen John Smith. John gleich 1 plus 6 plus 8 plus 5 gleich 20. Smith gleich 1 plus 4 plus 9 plus 2 plus 8 gleich 24. 20 plus 24 gleich 44. Und nun 4 plus 4 gleich 8. Erklärung der Zahlenwerte der Buchstaben aus der Tabelle bestimmen. J ist gleich 1, O ist gleich 6, H ist gleich 8, N ist gleich 5, S ist gleich 1, M ist gleich 4, I ist gleich 9, T ist gleich 2, H ist gleich 8. Die Summe der numerischen Werte der Namen John ist 20 und Smith ist 24. Ändere die Werte in einzelne Ziffern. 20 ist gleich 2 plus 0 gleich 2 und 24 in 2 plus 4 gleich 6. Daraus folgend 2 plus 6 ergibt 8. John Smith hat einen achtstelligen numerologischen Wert. Zahl 8 hat die Merkmale materiellen Erfolg und Gerechtigkeit gemäß der Merkmalstabelle. Wenn du eine vollständige numerische Aussage über dich selbst erhalten möchtest, findest du genügend Informationen im Internet. Was passiert mit deiner Persönlichkeit, wenn du heiratest, einen Spitz- oder Künstlernamen oder eine Namensänderung zulegst, dann ändern sich in diesen Fällen die Namensänderungen oft als Teil einer organischen Lebensveränderung, die persönliche Entwicklung und einen positiven Fortschritt auf dem Weg deiner Seele darstellt.
Diese Veränderungen werden genauso spirituell bewertet wie den dir deine Eltern gewählt haben. Wenn du deinen Namen jedoch legal änderst, nur weil er eine Zahl ergibt, das Spaß oder finanziellen Reichtum bedeutet, wird das wahrscheinlich nach hinten losgehen, weil es nicht auf natürliche Weise als Teil deines spirituellen Wachstums passiert ist. Sind Sie jemals mit jemandem in den Urlaub gefahren, der anscheinend eine ganz andere Erfahrung gemacht hat als du, während dein Freund glücklich am Strand von Maui faulenzt? Hutches leidet unter Sonnenbrand und kann das Gefühl von Sand in ihrem Badeanzug nicht ertragen. Vielleicht hat sie an ihre Reise nach London gedacht mit ihrem neuen Freund. Es wäre eine aufregende Erkundung einer geschäftigen Stadt, aber er beschwerte sich ständig über die Menschenmassen und seltsame Gerüche auf dem Grab, als ob Menschen Orte in sich tragen, die verschiedene Vibrationen in Bezug auf ihren Namen und ihr Geburtsdatum haben. Die Nummer eines Ortes oder die entsprechende Vibration können berechnet werden, im großen Maßstab wie einem ganzen Land oder einem viel kleineren Maßstab, wie zum Beispiel einem Firmennamen oder eine Privatadresse einer Person. Denke an dein letztes Vorstellungsgespräch, bei dem die Atmosphäre schlecht war und du es kaum erwarten konntest, den Firmennamen oder die Stadt der Adresse preiszugeben. Dort, wo sich das Büro befand, wurden höchstwahrscheinlich inkompatible Nummern für dich gefunden. Wenn du einen Umzug in einen neuen Job oder einen Urlaub planst, kann dir eine professionelle Numerologie-Lesung dabei helfen, Entscheidungen zu treffen, die mit deinem Geist im Einklang stehen, ohne dass du Zeit und Raum für eine persönliche aufwenden müsstest. Es ist unmöglich, jede Nuance, jede Zahl abzudecken. Hier sind die allgemeinen Bedeutungen der Zahlen. 1. Inspiration, Neuanfänge, Unabhängigkeit, Originalität, Führung und Initiative. 2. Partnerschaft, Unterstützung, Harmonie, Zusammenarbeit, Toleranz und Empfänglichkeit. 3. Kreativität, Wachstum, Optimismus, Selbstverbesserung, Freude und Vielseitigkeit. 4. Struktur, Stabilität, Praktikabilität, Organisation, Arbeit und Ideen verwirklichen. Fünf, Freiheit, Spaß, Leidenschaft, Veränderung, Abwechslung, Abenteuer, Kommunikation und Anziehungskraft. 6. Zuhause, Fürsorge, Beziehungen, Harmonie, Kompromisse und Zuverlässigkeit. Sieben, Intuition, Reflexion, Mystik, Exzentrizität, Tiefe, Analyse und Einsamkeit. 8. Geld, Macht, Kontrolle, Dominanz, Geschäftsstatus, Führung und Stärke. Und 9. Vervollständigung, Schlussfolgerungen, Idealismus, Mitgefühl, Spiritualität und Vergebung. Einige andere Zahlen haben enorme Macht, wie 11, 22 und 33. Diese Zahlen sind dominant und verdienen besondere Aufmerksamkeit. Ein Numerologie-Experte kann die signifikanten Zahlen erklären, die dein Leben positiv oder negativ beeinflussen können. Daher benutzt die Numerologie Zahlen, um die Persönlichkeit eines Menschen zu beschreiben oder Zukünftiges vorherzusagen. Die Numerologie-Theorie basiert auf der pythagoreischen Idee, dass alles numerisch ausgedrückt werden kann, weil alles letztendlich auf Zahlen reduziert werden kann. Moderne Numerologen verwenden die Ziffern des Namens und des Geburtsdatums eines Menschen und reduzieren diese dann auf einzelne Ziffern, um jeweils eine eindeutige Zahl zu verwenden. Sie verwenden ein einzigartiges Zahlensystem, ähnlich dem griechischen und hebräischen Alphabet, das jedes Buchstaben eine Zahl zuordnet. Anschließend konsultieren sie eine Zahlentabelle, die die Persönlichkeiten und Schicksale der Menschen beschreibt, deren Zahlen durch diese Zahlen dargestellt werden.
Wie ich am Anfang sagte, ist es ein sehr allgemeiner Ausflug in die Numerologie und es geht noch komplexer in die Materie und die Verbindungen zum Periodensystem, Spiel, Tarot- und Medizinkarten und oder astrologische Verbindungen und vieles mehr. Wenn du mehr erfahren möchtest und nichts verpassen willst, dann schau, dass deine Klingel immer eingeschaltet ist, denn YouTube deabonniert gerne, ohne deines Wissens, und ein Like ist auch gern gesehen, sowie konstruktive Kommentare sind erwünscht. In der Beschreibung findest du meine weiteren Plattformen und Verlinkungen. Bis bald, dein Keksbuddy Steven.